Ich bin mir sicher, dass ihr inzwischen schon alle diese ganzen Hilferufgeschichten gewohnt seid. Hilf mir, bla bla bla. Ich werde dich nicht damit belästigen. Und selbst wenn ich deine Hilfe brauchen würde, könntest du sie mir nicht geben. Deine Hilfe wäre völlig nutzlos. Wieso? Weil du kein Mitglied bist. Ich wünschte, ich wäre auch keins. Es begann alles ganz harmlos mit einem Anruf. Ich war schon seit ein paar Stunden wach, packte aus, machte sauber und wartete auf den Klempner. Ich war erst neulich in die Hütte gezogen und die Arbeiter hatten alles verschissen. Aus diesem Grund habe ich die wundervolle Aufgabe, kompetente Leute zu suchen und anzurufen, die diesen Schlamassel wieder richten können. Das Telefon klingelte um 12 Uhr ungefähr. Nicht übel, dachte ich mir. Normalerweise ließen sich Klempner immer erst bis um 5 Uhr Zeit, um anzurufen. Als ich den Hörer abhob, blieb mir nicht einmal die Zeit, Hallo zu sagen. Als die Frau auf der anderen Seite der Leitung die ersten Worte sprach. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Bald wird sich ein Vermittler oder eine Vermittlerin um Ihr Anliegen kümmern. Ich sprang auf und setzte mich auf die Theke in der Küche, einer der wenigen Plätze, die nicht von Kartons verbarrikadiert worden war. Aufzugmusik fand ihren Weg in mein Ohr, was mich bemerkbar schläfrig machte. Da stoppte die Musik plötzlich und wurde durch ein Klavierakkord, der aus drei nicht zusammenhängenden Noten bestand, ersetzt. Eine Stimme begann aus dem Hörer zu sprechen. Willkommen bei Booth World Industries. Mein Name ist Samantha und ich werde heute Ihre Vermittlerin sein. Name? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also nannte ich der Vermittlerin meinen Namen. Sir, wir wissen, wer Sie sind. Ich bin Ihre Vermittlerin. Bitte geben Sie meinen Namen für den Zugang. Ich verstehe nicht. Es könnte jeder sein, Sir. Wir brauchen nur einen Namen. Okay, sagte ich. Ich erfand einen Namen. Harold Riffers. Sir, als Ihre Vermittlerin muss ich Sie darauf hinweisen, dass fiktionale Namen oder Namen von Leuten, die Sie nicht kennen, nicht verwendet werden können. Verwendet? Wofür? Fragte ich. Woher konnte sie wissen, dass ich den Namen bloß erfunden hatte? Die ganze Sache fühlte sich wie eine Art Streich an, nur dass kaum jemand meine neue Telefonnummer kannte. Für die Umgestaltung. Umgestaltung? Ist das der Klempner? Fragte ich. Willkommen bei Booth World Industries. Mein Name ist Samantha und ich werde heute Ihre Vermittlerin sein. Name? Ich nahm das als ein Ja und gab Ihnen einfach den Namen meiner Ex-Freundin. Jessica Goodwin. Ich konnte das Tippen von Fingern auf einer Tastatur auf der anderen Seite der Leitung vernehmen. Es klang so, als ob die Frau das Ding mit ihren Fäusten bedienen würde. Ein paar Momente später sprach sie wieder in den Hörer. Jessica Goodwin. Die Umgestaltung ist für den 21. August 2015 angesetzt. Wollen Sie einen anderen Termin? Sagte sie. Ich war für einen Moment still. Ich konnte das nicht glauben. Jemand musste mir einfach einen Streich spielen. Wer ist das? Bist du das, Jessica? Spielst du mir einen Streich? Die Frau gab für einen längeren Zeitpunkt keine Antwort. Ich dachte mir, dass, wer auch immer das war, sich wohl gerade ein Lachen verkneifen musste. Hallo? Fragte ich. Ja oder nein, Sir? Gab die Frau als Antwort zurück. Ja, sagte ich, ohne überhaupt die Frage der Frau verstanden zu haben. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich würde verrückt werden und dass es doch wirklich die Klempnerfirma sein musste. Dienstag wäre verfügbar. Wäre dies angemessen? Was ist mit heute? Fragte ich. Hätten Sie für heute einen Termin? Normalerweise können wir einen so kurzen Zeitpunkt für eine Terminverlegung nicht garantieren. Doch heute hatten wir eine Absage. Wäre 5 in Ordnung? 5 ist in Ordnung, sagte ich. Dann 5. Wollen Sie einen Rückruf der Höflichkeit halber? Natürlich. Wundervoll. Wir von Booth World Industries sagen Danke und heißen Sie herzlichst willkommen in unserem Club. Haben Sie einen fabelhaften Tag. Diese komische Melodie spielte wieder zweimal hintereinander. Woraufhin die Leitung abbrach. Ich rollte genervt die Augen und nahm wieder die Umzugskisten in Angriff. Um Punkt 5 Uhr abends klingelte da mein Telefon. Hallo? Sagte ich.
Sir, hier ist wieder Samantha von Booth World Industries. Ihr Gefälligkeitsanruf beginnt jetzt. Was meinen Sie? Begann ich, doch wurde dann durch diese eigenartigen Klaviertöne unterbrochen. Dann hörte ich Jessicas Stimme. Wieso tust du das? Ich konnte ihrer zittrigen Stimme anhören, dass sie aufgebracht war und weinte. Jessica? Fragte ich. Sir, sie kann sie nicht hören. Dies hier ist nur ein Gefälligkeitsanruf. Die angesetzte Vereinbarung wurde ausgeführt, sagte die Vermittlerin. Bitte! Flehte Jessica. Bitte! Bitte tu das nicht! Ich tue alles, was du willst! Jessicas Stimme erstickte in einem Keuchen und alles, was ich sonst auf der anderen Seite der Leitung vernahm, war das Geräusch von zusammenziehenden Stoff. Bis auch dieses verschwand. Und wieder jemand an den Hörer kam. Die angesetzte Vereinbarung wurde ausgeführt. Wir von Booth World Industries sagen Danke und heißen Sie herzlichst willkommen in unserem Club. Haben Sie einen fabelhaften Tag, sagte eine männliche Stimme. Die Vermittlerin kam zurück an den Hörer. Sir? Ich saß eine lange Zeit da. War alles zu Ihrer Zufriedenheit? Durchnässt vom kalten Schweiß, der von meinem Brustkorb tropfte. Sir? Jessica war meine Ex. Wir trennten uns, nachdem ich sie mit meinem besten Freund auf einer Highschool-Party vögeln sah. Sir? Ich flüsterte, grinsend. Es war perfekt. Wundervoll! Wir von Booth World Industries streben stets die Zufriedenheit unserer Kunden an. Wünschen Sie einen weiteren Termin? Sagte die Vermittlerin. Als ich zu dem Wasser, welches unter der Tür zum Geschirrspüler hindurchfloss, blickte, wurde mein Grinsen noch breiter. Ja, sagte ich. Ja, das tue ich. Name? Dan. Ich habe keinen Nachnamen mehr. Ist ein Bauunternehmer. Dan Aaron Sibier. 13. Juli 2032. Ja. Wollen Sie eine Terminänderung? Ja, sagte ich. Würde Ihnen Mittwoch zusagen? Sagten Sie nicht, es wäre ein Termin für Dienstag verfügbar? Fragte ich. Das habe ich. Jedoch wurde dieser Termin leider bereits durch ein anderes Mitglied besetzt. Würde Ihnen Mittwoch zusagen? Nein, sagte ich. Ich habe an dem Tag ein Bewerbungsgespräch. Wie wäre es mit Donnerstag? Leider ist Donnerstag nicht möglich, da Sie für eine Umgestaltung am Mittwoch angesetzt sind. Was? Fragte ich. Sie wiederholte genau denselben Satz. Können wir die Umgestaltung absagen? Aber natürlich können wir das, Sir. Es gibt immer einen Weg, sagte die Frau. Es klang so, als würde sie am anderen Ende des Telefones lächeln. Ich wartete darauf, dass sie mir sagte, wie, jedoch sprach sie nicht. Wie? Fragte ich. Booth World Industries ist ständig darum bemüht, Mitglieder zu erwerben. Wir nehmen aber nur Mitglieder auf, wenn sie eingeladen werden. Traurigerweise ist unsere Mitgliederanzahl in den letzten Jahren gesunken. Wirtschaftliche Rückschritte, Kriege, Politik. Was wir von Ihnen im Gegenzug dafür, dass wir Ihre Umgestaltung vermeiden, gerne hätten, wäre uns zu helfen, unseren Club um mehrere Mitglieder zu bereichern. Das Licht am Ende des Tunnels, dachte ich. Wie viele Mitglieder brauchen Sie? Fragte ich. 1000. Ich schluckte. 1000? Ja, Sir. Ansonsten müssen wir den abgemachten Termin einhalten. Wir müssen Sie des Weiteren informieren, dass das Mitglied, welches den Termin vereinbart hat, einen Anstandsanruf verlangt hat. Alles hörte für mich an diesem Punkt auf. Mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen, mit dem Gedanken in meinem Kopf, dass ich nichts erreicht habe, nichts verändert habe. Mein Mund wurde trocken. Ich dachte immer, so etwas wären einfach nur leere Worte, die die Leute in Büchern schreiben, um dramatisch rüberzukommen. Sie sind es nicht. Ich beschaffe Ihnen die 1000 Mitglieder, flüsterte ich entgeistert in den Hörer. Wir von Booth World Industries sagen Danke und heißen Sie herzlichst willkommen in unserem Club. Haben Sie einen fabelhaften Tag. Die Verbindung wurde getrennt. Ich legte den Hörer auf und starrte eine lange Zeit in die Leere. Ich habe am Mittwoch einen Termin zur Umgestaltung. Und irgendwo wird irgendjemand einen Anstandsanruf erhalten und sich meine letzten Atemzüge durch einen Telefonhörer anhören. Falls ich es nicht schaffe, 1000 Mitglieder
für Booth World Industries zu beschaffen. Es ist komisch, ich wollte schon immer einem Elite-Club beitreten. Denn Skull and Bones, der New World Order, ich bin mir nicht sicher wie, doch nun bin ich ein Mitglied und kann dies bis Mittwoch genießen. Wie ich am Anfang schon sagte, selbst wenn ich deine Hilfe bräuchte, könntest du sie mir nicht geben, da du kein Mitglied bist. Mitgliedschaft nur auf Einladung. Also lade ich dich ein. Ruf einfach folgende Nummer an. 001-630-296-7536.